Also hier haben wir auch schon einige Chancen gesehen. Das ist beim Parallelspiel nicht anders. Richtig gute, viele Chancen für Russland, aber auch da noch 0:0. Ein 1:0 für die Russen würde erstmal die Tschechen beruhigen. Dann wären sie mit Unentschieden definitiv durch. Für die polnische Auswahl Ende. Aber es fehlen die spielerischen Mittel. Sie brauchen Geduld. Vor der Wahl in Griechenland morgen gibt es aus allen Himmelsrichtungen dringende Appelle. Die Griechen sollen nicht die Drachme, sondern den Euro wählen. Nein, eine Neuverhandlung der Sparauflagen kommen nicht in Frage, aber, so ist der Euro-Bundeschef Jean-Claude Juncker zu zitieren, über die ZDF. Präsentiert von Thomas Weichert. Mit bangem Blick schaut auf Sie an diesem Wochenende nach Athen. Was zum Schluss herauskommt, das ist das Problem, warum wir keine neue Verhandlungen führen können, aber man kann eine Reihe anderer Dinge tun. Das ist nämlich ein bisschen zu einer Demokratie gehört, dass die Menschen in einem Land wählen können. Und wenn die Wahl so ausgeht, wie ich hoffe, dann ist zumindest auf eines, dass es in Athen nicht noch einmal einen Pakt gibt, sondern klare Mehrheiten. Das Problem ist nur, dass die Parteien, die ein Euro-Verbleib garantieren, ja genau diese Dinge. Die Himmelsbaby Yu Yang nun in China benannt wird und über beiden des Nobelpreis in Oslo ihre Dankesrede gehalten. Dabei erklärte sie der von dem